Ah, Super Smash Bros. Ein tolles Spiel für Button Smasher. Das sagst du doch nur, weil du so beschissen spielst. Intro. Heute gibt es interessante Fakten über Super Smash Bros. Für den Nintendo 64. Legen wir gleich los. Habt ihr gewusst, dass das Spiel eigentlich ursprünglich gar nichts mit Nintendo-Charakteren zu tun haben sollte? Es sollte eine eigenständige Spielserie werden und hatte den Titel Dragon King The Fighting Game. Geplant war es für den Super Nintendo und es hätte durch den Super FX-Chip des Systems in 3D laufen sollen. Der Codename des Spiels war Ryuho. Ach, ich lese den Namen einfach selbst. Das war eine Nachbarstadt von Masahiro Sakurai und ein Panoramabild der Stadt diente während der Entwicklung als Hintergrundbild. Ausschlaggebend dafür, dass es Super Smash Bros. Gibt, war, dass Masahiro Sakurai, der Erfinder von Kirby und eben auch Smash Bros., dachte, dass das Spiel mit Nintendo-Charakteren ansprechender wäre. Also pitchte er das Game bei Satoru Iwata, dem zukünftigen und leider kürzlich verstorbenen CEO von Nintendo. Ein gezeigter Prototyp mit Mario, Samus, Donkey Kong und Fox überzeugte die Verantwortlichen bei dem Konzern und die Geschichte nahm seinen Lauf. Das Spiel wurde schlussendlich vom SNES auf den 64 verschoben. Hauptgründe dafür waren die bessere Steuerung, bessere Grafik und das Wichtigste von allen, dass es möglich war, mit 4 Spielern gleichzeitig zu spielen, was den Spaßfaktor deutlich nach oben getrieben hat. Die Entwickler von Super Smash Bros. Hatten nur ein kleines Budget und so gut wie keine Werbung. Es sollte ursprünglich nur in Japan erscheinen, wurde aber zu so einem großen Erfolg, dass sich Nintendo dazu entschied, das Spiel weltweit zu veröffentlichen. Es gab einige Charaktere, die für das erste Smash Bros. Geplant waren, die jedoch nie ins fertige Spiel aufgenommen wurden. Auf der Internetseite von Nintendo Japan veröffentlichte Masahiro Sakurai eine Liste mit Charakteren, welche die Entwickler gerne im Spiel gesehen hätten. Darunter befanden sich Bowser, King Dedede, Peach, Wario, Toad, Ganon, Mewtwo, Mew und auch Rares dynamisches Duo Banjo und Kazooie. Einige von ihnen wurden in späteren Spielen dazugenommen und auf manche warten wir bis heute. Ich spreche zu euch Nintendo. Nehmt endlich verdammt nochmal Banjo und Kazooie rein, das kann doch zur verdammten Hölle nicht so verdammt schwer sein, oder? Oder? Laut Sakurai waren die Final Smash Attacken schon vom ersten Spiel an geplant. Es gab sogar schon Audiodateien für Captain Falcon und Ness. Die Attacke wurde aber erst im Brawl eingeführt. Bei Pikachus Donnerschock-Attacke sieht man bei jedem Charakter das Skelett. Einzige Ausnahme dabei ist Samus, bei der man ihren Zero Suit durchblicken sieht. Was habt ihr denn gedacht, ihr Ferkel? Es war auch geplant, dass man Samus in Unterwäsche sieht. Das wurde aber wieder verworfen, damit das Spiel kinderfreundlich bleibt. Jede Spielfigur außer der Freischaltbahnkämpfer ist im Auswahlmenü nach ihren ersten Erscheinen in einem Spiel gereiht. Den Anfang machen Mario und Donkey Kong und am Ende finden wir Pikachu. Und jetzt noch ein letzter Fakt. Der Name des Sprechers von Mario ist in den Credits falsch geschrieben. Mamma mia! Ja, das kannst du laut sagen. Das waren also unsere Fakten zu Super Smash Bros. Wenn ihr noch andere kennt, schreibt sie uns doch in die Kommentare. Hey Leute, danke, dass ihr euch unser Video bis zum Ende angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einfach einen Daumen nach oben. Da oben gibt es noch ein paar Videos von uns und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst.